Der Braun der Tiere Animals Natur Selk, kennt sie Seltsank, kennt sie Autor die Seltsank, kennt sie. Der Braunbär, Ursus Arctos, ist eine Säugetierart aus der Familie der Bären, Ursidae. Er kommt in mehreren Unterarten darunter europäischer Braunbär, unter anderem Arctos, Grizzlybär, unter anderem Horribilis, und Kodiakbär, unter anderem Middendorffi, in Eurasien und Nordamerika vor. Als eines der größten an Land lebenden Raubtiere der Erde spielt er in zahlreichen Mythen und Sagen eine wichtige Rolle, gleichzeitig wurde er als, zumindest vermeintlicher, Nahrungskonkurrent und potenzieller Gefährder des Menschen vielerorts dezimiert oder ausgerottet. So gibt es in West- und Mitteleuropa nur mehr Reliktpopulationen. Innerhalb des deutschen Sprachraums lebt nur in Österreich dauerhaft eine kleine Gruppe. In anderen Regionen des Alpenraums wandern gelegentlich Exemplare umher. Syrischer Braunbär. Frischer Bärencode fotografiert bei Paraulrike, Kreis Brasov. Rumänien. Braunbären haben den stämmigen, kraftvollen Körperbau aller Bären, ihr Skelett ist aber in der Regel stärker gebaut als das anderer Vertreter ihrer Familie. Merkmale, die sie mit den übrigen Vertretern ihrer Familie teilen, sind der Penisknochen, Baculum, und der kurze, stummelartige Schwanz. Ein artspezifisches Merkmal ist der muskulöse Buckel über den Schultern, der den Vorderbeinen zusätzliche Kraft verleiht. Braunbären haben wie alle Bären einen schweren, massiven Kopf mit vorstehender Schnauze. Im Gegensatz zum oft ähnlich gefärbten amerikanischen Schwarzbären ist die Stirn deutlich höher und die Schnauze konkav gewölbt. Die Ohren sind abstehend und abgerundet, die Augen hingegen sehr klein. Dementsprechend ist auch der Gesichtssinn unterentwickelt, der Gehörsinn ist durchschnittlich, der Geruchssinn hingegen sehr gut ausgeprägt. Die Halswirbel weisen eine große Drehbarkeit auf, der Nacken ist allerdings kürzer als beim nahe verwandten Eisbären. Braunbären haben im bleibenden Gebiss 42 Zähne. Die Zahnformel lautet 3/3-1/4/4/2/3. Pro Kieferhälfte haben sie also 3 Schneide, einen Eck, 4 Vorbacken und 2 Oberkiefer, bzw. 3 Unterkiefer, Backenzähne. Die Tiere weisen die für viele Raubtiere typischen vergrößerten Eckzähne auf. Die Backenzähne sind als Anpassung an die Pflanzennahrung mit breiten, flachen Kronen versehen. Wie bei allen Raubtieren, Carnivora, ist der Verdauungstrakt der Braunbären einfach gebaut. Der Magen ist einhöhlig, der Blinddarm fehlt. Der Darm ist 7 bis 10 Meter lang und somit länger als bei rein fleischfressenden Karnivoren. Junger Braunbär. Vorder- und Hinterfüße sind hier gut zu erkennen. Der Abdruck des Vorderfußes weist beim europäischen Braunbären eine Länge von ca. 16 cm, der des Hinterfußes ca. 26 cm auf. Die Gliedmassen sind lang und kräftig, wobei die Vorder- und Hinterextremitäten annähernd gleich lang sind. Die Knochen des Unterarms, Elle, Ulna, und Spike, Radius, bzw. Unterschenkels, Schien, Tibia, und Wadenbein, Fibula, sind getrennt, was zu einer starken Drehbarkeit führt. Die Füße sind groß und haben auf der Unterseite schwere, behaarte Ballen. Vorder- und Hinterfüße haben jeweils 5 Zehen, die in bis zu 8 cm langen, nicht einziehbaren Krallen enden. Bei der Fortbewegung wird der Fuß jeweils mit der ganzen Sohle aufgesetzt, Braunbären sind also wie alle Bären Sohlengänger. Das Fell der Braunbären ist üblicherweise dunkelbraun gefärbt, kann aber eine Vielzahl von Farbschattierungen annehmen. Die Variationen reichen dabei von gelb- und graubraun über verschiedene Brauntöne bis fast schwarz. Tiere in den Rocky Mountains weisen oft ein weißgrau gesprenkeltes Oberfell auf. Dieser gräulichen, englischen Grizzly-Färbung verdankt die Unterart der Grizzlybären ihren Namen. Das Haarkleid der Braunbären ist generell durch ein dichtes Unterhaar charakterisiert. Die Deckhaare sind lang. Das Fell ist jahreszeitlichen Veränderungen ausgesetzt. Das für die kalten Monate angelegte Winterfell ist dicht und rau und erweckt einen zotteligen Eindruck. Die Kopfrumpflänge dieser Tiere liegt zwischen 100 und 280 cm, die Schulterhöhe beträgt rund 90 bis 150 cm.
Der Schwanz ist nur rund 6 bis 21 cm lang. Das Gewicht variiert je nach Verbreitungsgebiet sehr stark, wobei aber in allen Populationen die Männchen deutlich schwerer als die Weibchen sind. Der Kodiakbär ist die größte Unterart des Braunbären. Die schwersten Braunbären sind die Kodiakbären, die an der Südküste Alaskas und auf vorgelagerten Inseln wie Kodiak leben. Sie können ein Gewicht von bis zu 780 Kilogramm erreichen, wobei das Durchschnittsgewicht der Männchen aber nur bei 389 Kilogramm und bei Weibchen 207 Kilogramm liegt. Braunbären im Landesinneren Alaskas sind deutlich leichter, das Durchschnittsgewicht liegt hier bei 243 Kilogramm für Männchen und 117 Kilogramm bei Weibchen. Weiter südlich in Nordamerika, in Kanada und dem nordwestlichen Kerngebiet der USA, beträgt das Gewicht der Männchen 140 bis 190 Kilogramm, das der Weibchen 80 bis 130 Kilogramm. In Nordeuropa und Sibirien wiegen Braunbären durchschnittlich 150 bis 250 Kilogramm, in Südeuropa sind sie deutlich leichter, nur rund 70 Kilogramm. In Asien nimmt ihr Gewicht nach Osten hin zu. Die Tiere auf der Halbinsel Kamtschatka erreichen wiederum 140 bis 320 Kilogramm. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Braunbären umfasste weite Teile Nordamerikas, Eurasiens und Nordafrikas. In Nordamerika lebten sie im gesamten westlichen und mittleren Teil des Kontinents bis zur Höhe der Hudson Bay und südwärts bis in das nördliche Mexiko. In Eurasien kamen sie von Westeuropa bis zur sibirischen Ostküste und zum Himalaya vor. Sie fehlten lediglich auf dem indischen Subkontinent und in Südostasien. In Afrika waren sie im Atlasgebirge beheimatet. Heutige Verbreitung und Bestandsentwicklung eckige Klammer auf bearbeiten eckige Klammer zu. Ungefähres heutiges Verbreitungsgebiet durch Bejagung und die Zerstörung ihres Lebensraumes wurde das Verbreitungsgebiet der Braunbären stark eingeschränkt. In vielen Regionen sind Braunbären ausgestorben, in Großbritannien beispielsweise bereits im 10. Jahrhundert, in Deutschland und dem nordafrikanischen Atlasgebirge im 19. Jahrhundert, in Mexiko und weiten Teilen der USA im 20. Jahrhundert. In West- und Mitteleuropa gibt es nur mehr Reliktpopulationen, ebenso im Kernland der USA, wo sie nur mehr im nordwestlichen Landesteil leben. Auch in Südwestasien und Teilen Nord- und Osteuropas hat ihre Anzahl deutlich abgenommen. Größere Populationen gibt es noch in Alaska, dem westlichen Kanada und in Nordasien. Durch Auswilderung von Bären aus anderen Gebieten wird versucht, besonders gefährdete Gruppen wieder aufzustocken. Die weltweite Gesamtpopulation des Braunbären beläuft sich auf rund 185.000 bis 200.000 Tiere.